Das dritte Mal, wenn die Gaba wiedergebaut war, ist, wenn das Haus, die Gaba, verbrannt wurde in die Zeit von Jesid, Sohn von Muawiyah, Jesid ibn Muawiyah, in die Zeit, wenn Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, der Oberhaupt von Mekka war und das war eben ein Streitpunkt zwischen ihnen, eben zwischen dem Khalif al-Yazid und Abdullah ibn Zubayr. Und da hat Yazid ibn Muawiyah seine Armee beauftragt, dass sie die Kaaba dann schießen, auf die Kaaba schießen. Und dann hat die Kaaba eben einen Brand durch diesen Streit und dieser Kampf dann erlebt. Dieser Streit war im Jahre Ende des Jahres 36 nach Hijra. So dass eben das Haus eben teilweise auch zerstört war und teilweise verbrannt war. Abdullah ibn Zubayr radiallahu anh, hat gewartet, bis die Zeit von Hajj kam und hat sich beraten mit den anderen Sahabis, den anderen Gefährten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, was sie da tun sollen. Und ob sie ihm raten, also Oberhaupt von Mekka, ob sie ihm raten, dass sie das Haus wieder renovieren und dass sie wieder die Kaaba wieder bauen. Die meisten Sahabi, also haben unter den Ibn Abbas radiallahu anh, hat ihm geraten, hat gesagt, ich sehe das, ich glaube, es ist gut, wenn du reparierst, was davon die Schaden und du lässt das Haus, auf dem die Menschen Muslime geworden sind, also das Haus, was die Menschen als die Muslime gelebt sind, bis jetzt so in dem Zustand war, so lassen, wie Rasulullah das lassen hat. Ibn Zubayr war nicht mit der Meinung einverstanden und sagte, wenn einer von euch sein Haus verbrannt wird, wird er nicht damit zufrieden sein, das nur zu reparieren, was kaputt zerstört wurde, sondern man würde nur damit zufrieden, wenn man das renoviert und schön macht. Und wenn wir mit unseren eigenen Häusern das machen, dann ist das noch umso mehr wichtiger und umso wichtiger und umso empfehlenswerter, das mit dem Hause Allahs zu machen, dass man das renovieren und nicht nur die Schaden aufheben. Und dann hat er mit dem Wiederbau begonnen, nachdem er Istikhara gebetet hat. Er hatte ihnen gesagt, ich bete Istikhara und ich werde mit dem Wiederbau beginnen. Hat er dann tatsächlich das Haus niedergerissen, hat angefangen mit seiner Arbeiter die Wiederbau der Kaaba zu machen. In die Höhe hat er 10 Ellen noch gemacht und die 6 Ellen, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reinbringen wollte, eben Al-Hijr, hat Abdullah ibn Zubayr reingebracht und hat die 2 Türen, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewünscht hat zu machen, hat er das gemacht und eben er die gemacht. Also dem Wunsch von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sozusagen hat Abdullah ibn Zubayr erfüllt. Abdullah ibn Zubayr ist der Sohn von Sayyida Asma, also das heißt die Schwester von Sayyida Aisha. Sayyida Aisha ist seine Tante. Und er hat das von Sayyida Aisha, dieser Hadith gehört, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam das sich gewünscht hat. Das hat er sich gemerkt. Und wenn er eben diese Möglichkeit hat, die Wiederbau der Kaaba zu machen, selber hat er eben diesen Wunsch von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in seinem Kopf gehabt und dann hat er das erfüllt.